Hier spricht wieder Ustra und wir haben verschlafen. Und die Geburt sollte heute auch stattfinden bei Harvest Moon Back to Nature an einem schönen Mittwoch. Und Mio ist auch wieder dabei. Hallöchen. Du darfst dir jetzt aussuchen, wie dieses Küken aus dem Eischlüpf heißt. Eischlüpf heißt? Ja. Ich würde es Eischlüpf nennen. Nein, nein. Es soll Purzel heißen. Haben wir schon irgendwas, was Purzel heißt? Nein. Okay. Ich durfte es mir aussuchen. Gab es nicht noch irgendwelche Anwärter auf diesem... Ich hatte jetzt keine im Kopf. Purzel. Sonst hätte ich das ja gesagt. Gemacht. 007. Purzel 007. Ist der Name okay? Ja, wir haben ein bisschen verschlafen. Es ist schon 8 Uhr morgens und es regnet. Und unsere Familie ist größer geworden. Hm. Zeit für neue Abenteuer. Achso, ja, wir essen ja nichts. Nö. Guten Morgen. Hundi. Uff. Uff. Wetter. Morgen gibt es wieder schönsten Sommerschein. Sommerschein. Wir könnten auch mal wieder in unseren Kalender gucken. Hatte ich eigentlich gerade vor. Achso. Mhm. Wollen wir mal eine Sichel mitnehmen? Meine Sichel. Ich würde es ausprobieren, ob wir jetzt mittlerweile das Gras schneiden dürfen. Mhm. Was ist denn heute? 25. Frühling. Es passiert nichts mehr. Aber da ist was Rotes. Einfach nur. Nee, das war das der Tag heute ist. Achso. Achso. So. Ja. Die 2 Stunden, die wir normalerweise brauchen, um hier das Feld zu gießen, die haben wir natürlich schon verloren, weil wir verschlafen haben. Was passiert hier? Ach, der Louis ist da. Ach, das passiert doch mit den Bienen. Ich hatte recht, die Bienen hier sind eine seltene Art. Hab ich schon gesagt. Sei nicht so selbstgefällig. Ja, ich weiß, aber... Hallo, Ustra, danke für den delikaten Honig neulich. In dem Moment, als ich ihn probierte, wurde mir klar, dass das die Bienen sein könnte, nach denen ich gesucht habe. Deshalb bin ich gekommen. Nämlich bin ich gekommen. Ekommen. Sie sind es. Entkommen. Weil die Bienen so selten sind, kannst du einen höheren Preis für deinen Honig verlangen, glaube ich. Ich werde es dem Einkäufer sagen. Bis dann. Oh, ich werde eine dieser Bienen mitnehmen. Danke. Lass meine Bienen in Ruhe. Junge! Weniger Honig, weniger Bienen. Super. Andersrum. Wir haben Honig. Yay, wegschmeiß. So. In die Kiste werf. Pflück. Gurkas Pflück. Ah, sehr gut. Gurkas sieht aus wie Chili oder so. Ne, die Gurken sind fertig. Oh, das ist gut. Wir brauchen nämlich lange nicht wieder. Nicht wie Chili, sondern wie, du weißt schon. Wie heißen diese schönen langen Dinger, die scharf sind? Ich könnte so sagen. Ich weiß, was du meinst. Ich komme im Laufe des Let's Plays nochmal drauf. Pepperoni? Ja. Gut. Ich bin selber genau das. Pepperonis. Pepperoni, so sehen die aus, finde ich. Hat ganz schön lange gedauert, die Gurken anzupflanzen. Das sollten wir nächste Mal sehr früh im Frühling machen. Hat uns nur Zeit gekostet eigentlich. Irgendwie eine Woche oder so, ne? Ja, eine Woche. Wenn überhaupt, wenn nicht mehr sogar. Ja. Blöd, dass ich immer noch jede einzelne Gurke zur Kiste schleppen muss. Tja. Musst du halt die kleinen Gürkchen reinwerfen einzeln. Ja, ist die Frage, ob Ellie heute kommt, weil die ist ja eigentlich jetzt fertig mit ihrem Sandwich. Marathon da. Ich bin ja nur das Versuchskaninchen für ihren kleinen Bruder gewesen. Ja, das stimmt eigentlich. Und warst du schon bei deinem Pferd? Nein, wann denn? Du sitzt doch dabei. Du weißt doch, dass das nicht so ist. Ja, das sollte aber eher so eine Aufforderung sein und nicht eher so ja, eine aber ich Frage. Musste doch erstmal die Gurken abarbeiten. Ist doch ganz normal. Nein, das darf immer ich noch nicht. Immer eins nach dem anderen. Ja, ganz, kratzt ganz den Hintern, ruhig. Kratzt die Augen, kratzt alles aus. Nee, heute gibt's die Augen. So, schön sauer bleiben, Listi. Und schnell groß werden, damit ich dich schön vollpacken kann mit allen möglichen Shit. Wie sehr liebt uns denn unser Hund und unser Pferd? So lala, sag ich jetzt. Ich meine, mal. Du kratzt Listi halt die Augen aus. Ich meine, da würde ich dich auch nicht lieben als Pferd. Nee. Was denn? Felix fängt an, dich zu lieben. Ja, natürlich. Besser ist, er weiß ja, was ihm blüht. Der Verkauf. Ja. Oder kein Essen. Ne, kein Essen kann ich nicht machen. Fisch füttern weiß ich noch nicht. Ja, eigentlich schon. Aber irgendwie wollen die nicht so richtig miteinander. Es ist kalt. Eine Poppele machen. So, noch ein Hühnchen bringen wir aber nicht zur Welt. Erstmal nicht, nein. Ich warte ja, wenn eher auf ein ganz bestimmtes Ei, was uns gebracht wird. Warum? Ja, weil eventuell ja Popopori ja auch mal, ne, du weißt. Nett sein könnte zu uns, ja, aber. Hallo, Miu. Hallo Phoenix. Bock.
Hallo Nero und hallo Purzel. Ah. So, alle mal geschüttelt, geschenkt. Alle mal geschüttelt. Gerührt. Jetzt ist die Frage, was wir als nächstes tun wollen. Wir haben eigentlich noch viele der Feldarbeit vor uns. Wir könnten aber auch... Mal eben kurz nach... Wie viel Geld Popu haben wir denn? Sondern auf 3000. Zu wenig. Wir müssen Erze holen und keine Ahnung. Wir brauchen Geld. Ja, ich weiß, dass wir Geld brauchen. Wir haben Geldmangel. Das haben wir immer. Nachdem dieses LP angefangen hat. Blümchen für dich. Dankeschön, das gefällt mir sehr. Komm, gib mir deine Sätze, die du jedes Mal ablieferst. Komm. Gefällt dir die Farmarbeit? Ich finde sie langweilig. Das ist ein Geheimnis, okay? Ja, das stimmt. Mit Rick rede ich nicht, nein. Und mit der Mutter von ihr auch nicht. Nein, das lohnt sich auch gar nicht. Außer, wie, das lohnt sich nicht? Außer ich möchte einen Huhn verkaufen. Machen wir aber nicht. Nein, Quatsch. Krieg ich nur wieder Ärger. So, mal gucken, ob Ellie wieder auftaucht. Wenn nicht, gehen wir mal selber zu ihr. Bam, 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 Trommelwirbel. Nein. Nein, es kommt keiner. Und möchte uns Sandwiches bringen. Oh, jetzt ist der Ostra wieder traurig. Ja, ich hätte so gerne ein paar Sandwiches. Schon kein Frühstück gehabt, weißt du, und dann... Mittags noch nicht mal Sandwiches gekriegt. Nö. Das ist echt arm. Das ist arm, da gehe ich mich jetzt direkt beschweren. Geht's? Wo bleiben meine Sandwiches, Frau? Das ist gar nicht deine Frau. Ist egal, es ist irgendeine Frau. Hier, ich hätte die Blumen mitgebracht. Nee, ne? Danke dir, juhu, aber meinst du wirklich, das ist in Ordnung? Nein, glauben wir nicht. Hallo, die Klinik ist mit Voss geschlossen. Blaues Herz. Nein. Außerhalb der Klinik begegnen wir uns nicht, nicht? Bitte unterhalte dich mit meiner Großmutter. Sie langweilt sich, weil sie die ganze Zeit zu Hause sitzt. Bom, 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 sie hat schon ein blaues Herz. Das kann doch nicht wahr sein. Du kümmerst aber dich ich kümmere mich sehr um Ellie. Hä, warum? Das ist gar nicht wahr. Ich gehe genauso viel und ich habe doppelt so viele Blumen an Popuri gegeben. Das stimmt gar nicht. Doppelt so viel stimmt gar nicht. Glaub mir. Nein, du hättest Ellie einfach weniger beachten dürfen. Einfach nur reden, anstatt jeden Tag Geschenke. Jeden Tag Geschenke mache ich auch nicht. Außerdem stehen die Frauen gar nicht auf jeden Tag Geschenke. Irgendwann stumpft das nämlich ab. Ach ja. Oh ja, yeah. In der richtigen Welt weiß ich das ganz genau. Ja, ganz sicher. Oh, ich bin noch ein bisschen Kakao. Moment. Rede ruhig so lange. Ja, okay. Nein, das stimmt nicht. Also, Frauen jeden Tag Geschenke machen, kommt bei der einen und anderen Frau doch gut an. Das kann sein. Bei der anderen wiederum nicht. Oh, ich muss die Hühner, die Fischhühner noch füttern. Die Fisch füttern. Sag ich doch, die Fisch füttern. Blupsa. So, und dann könnten wir nochmal eben die Bambus Blaukraut spuchen. Sammeln. Warum Blaukraut? Was ist der Name? Für die Wichtel. Upsa, ist auch eine gute Idee. Upsa, wofür? Ah, dass ich wieder am Suppeln war. Ist doch ein normales Bedürfnis. Ja, bei mir schon. Essen, trinken, Orbit kauen. So. Hallo? Was denn? Was für ein Orbit? Keine Ahnung. Ja, das ist er. Das da sieht aus wie ein Meteorit. Hast du das irgendwie schon mal gesagt oder so? Nö, das hast du noch nicht gesagt. Ich bringe die jetzt auch noch weg. Wir brauchen so viel Geld wie möglich, damit wir uns eine Kuh leisten können, die wir dann Gerdel oder so nennen. Ich schwör's dir, wenn du ins Gasthaus nochmal gehst oder so, hat Ann bestimmt auch bald ein blaues Herz. Ehrlich. Ja, ich weiß auch nicht, was... Alle außer Popuri. Popuri ist anspruchsvoll. Ich hab jetzt überlegt, ich hole jetzt einmal blaues Kraut, wenn ich dann auch hinkomme, kann ich denen das dann geben und zweimal Blümchen dann für die Popuri. Ja, weil uns immer noch niemand gesagt hat, ob das jetzt was bringt, wenn man denen mehr Geschenke macht oder ob denen das nicht bringt. Genau, weil ich weiß halt von nichts. Mein Name ist Hase. Was? Nicht lustig. Nee, ist auch nicht lustig. Ich weiß davon wirklich nichts. Das ist ja das Problem. Aber was hat das mit Hase zu tun? Das ist ein Sprichwort. Ich weiß von nichts, mein Name ist Hase. Kenne ich nicht. Sehr gut. Hat man gar nicht gemerkt. Ich kenne es schon. So, deswegen stehe ich wieder als ungebildet da. Na, danke, Ostra. Gerne. Ich bin gebildet. Mio. Ostra. Sollen wir uns jetzt unseren Arm an den Kopf schmeißen, oder was? Ja, warum nicht? Hallo, Ellie, zum 10. Ich hab dir eine Blume mitgebracht. Dankeschön, ich will auch ein blaues Herz. Hat sie ein blaues Herz? Nein. Hat sie jetzt eins? Eine Blume mitgebracht. Dankeschön, sie hat immer noch ein lila Herz. Hält dir die Farmarbeit? Ich finde sie langweilig. Ja, sie hat immer noch ein lila Herz. Du wirst langweilig, Popuri. Ellie, jetzt mal, krieg doch mal ein blaues aber Herz. Aber jetzt ohne Scheiß, ich geb ihr aber mehr. Und ich habe auch Tage gehabt, da bin ich gar nicht nach Ellie rübergegangen. Und hab gar nicht mit der gesprochen. Das ist nicht richtig. Du kannst dir gerne mal alle LPs angucken. Das sind ja nur ein paar hundert Folgen. Ja, kann ich mir gerne angucken. Denn wenn du bist hingegangen, du hast sie aber nicht in der Klinik getroffen, dann sind wir zu Ellen gegangen und da war Ellie dann doch. Ja, das ist aber nur Mittwochs.
Und mittwochs kann man nicht in die Klinik gehen, weil die immer geschlossen ist. Ja, ich war schon ein paar Tage lang nicht da. Das ist es ja. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie jetzt ein blaues Herz hat und die andere nicht. Das ist genauso, wie du dich überhaupt nicht um Ann kümmerst und so und die auch. Ich kümmere mich auch gar nicht um die. Ja. Ja. Sag ich doch auch gerade. Wow, danke schön. Sag das nicht so aggressiv. Ich suche ein hübsches Tischchen für das Teefest da. Hör auf damit. Ostra ist sauer auf mich. Ich weiß nicht warum. Ja, weil du behauptest, du sitzt immer neben mir in meinen LPs und du behauptest wirklich, dass ich mich mehr um die kümmere. Du sitzt doch dabei. Ich meine. Ja, hallo? Ich sehe das doch. Ja. Du kümmerst dich mehr um Ellie als Popuri, nur weil du selber gerne Ellie. Das ist nicht richtig. Doch. Dann mache ich jetzt nur noch Blumen für Popuri, aber ich weiß ja nicht, ob das mehr bringt. Oder vielleicht ist sie dann doch anspruchsvoller als Ellie und das dauert halt länger. Keine Ahnung. Ja, sag ich ja, haben wir keine Ahnung von. Ja. Sollen ruhig alle auf mich fliegen. Ist in Ordnung. Wie Meteoriten. Ja. Gut, lass uns doch bitte nochmal in die, Nein. Was nein? Ostra, mir scheint, du seist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Nee, ich bin mit genau dem richtigen Fuß aufgestanden. Darum geht's gar nicht. Es geht hier nicht um meine Füße. Ach so? Ach so. Du machst jetzt einen auf beleidigte Leberwurst? In der Tat. Okay. Okay. Ich wollte in die Mine gehen. Wolltest du nicht? Doch, ich wollte in die Mine gehen. Nein, du hast gesagt, du machst einen auf beleidigte Leberwurst. Das heißt, also, trotzdem kann ich in die Mine gehen. Hö, du hast auch gar nichts dazu gesagt. Das war doch meine Idee jetzt mit der Mine. Weil ich so vorausschauend bin und daran denke, dass wir eine Kuh haben wollen. Ach so. Ja? Ja. Jetzt auf einmal. Jetzt willst du den Leuten weismachen, dass du der Heilige bist, ja? Ja. Dabei bin ich diejenige, die sich dauernd für dich entschuldigen muss. Na und? Hier wird sich nicht entschuldigt. Das ist alles, was ich sage, das meine ich auch so. Tada. Tja. Ich hacke um mein Leben gern. Ich hacke auf alle ein. Ich hacke auch, wenn es keiner weiß. Ich hacke mir Geld in die Tasche. Helge. Kannst du sagen, was du willst? Ich habe nichts falsch gemacht. Okay. Okay, was? Er hat sich schon wieder die Stirn gerieben. Ich gehe jetzt mal ein bisschen in die heiße Quelle. Bei Regen macht es nackt. Na, natürlich nackt. Nackt. Nein, der hat immer so ein Tüchlein um. Sicher. Siehst du, das ist hinten so cool zusammengebunden. Erstmal eine Runde erholen. Oben hat er auch noch so ein Blättchen drauf. Ja, er hat so ein heißes Tuch auf der Mütze. Bringt sehr viel. So, jetzt mal die Entspannungsphase. Wir nutzen jetzt eine Stunde lang, um uns hier ein bisschen auszuruhen. Und den Stress des Alltags. Oh. Nun kriege ich super Jump. Ein Glück. Jetzt fresse ich noch das blaue Kraut. Dann geht's wieder. Mir geht's wieder prima. Ja, jetzt geht's erstmal wieder ins Gasthaus. Yay. Trinken wir diesmal auch was, oder? Ja, nicht. Wir haben die Gurken verkauft. Ich denke schon, wir können was trinken. Aber nicht das teuerste. Nein, nicht das teuerste. Gut. Auf geht's, züppeln wir alles leer. Die Erzeugnisse wurden leider schon mitgenommen. Ist ja egal, das ist ja über Nacht erst. Du kriegst ja auch über Nacht das Geld, so wie ich das weiß. Weil jetzt habe ich immer noch die 3000 wie vorher auch. Nee, 3800. Hat das mit den Gurken hat sich ja sowas von gar kaum irgendwas gebracht. Ja. Dafür, dass sie so lange gebraucht haben, hast du ja gut 100 pro Gurke etwa, ne? Geht. Ja, 150 wäre mir lieber. Ja. Im Sommer haben wir theoretisch die Chance, Ananas zu pflanzen. Direkt am Sommeranfang. Gibt Ananas? Wir sind doch keine Tropeninsel. Gibt eine Frucht, gibt 500. Na dann. Das ist auch so eine, das ist dann die andere Überlegung. Hallo, hallo, wie geht's euch denn so? Hallo, willkommen. Bitte lasst dir Zeit. Ja, ich trinke jetzt erstmal was. Zeit. Ein bisschen den Papa glücklich machen hier. Hallo. Was möchtest du trinken? Zum Mitnehmen gibt es bei uns nichts. Coffee to go. Ich nehme mal eine Runde Ananas. Das Problem ist einfach. Hä? Das ist so teuer, eine Milch. Ja komm, ich nehme mal eine Milch. Okay, kommt sofort. So, bitteschön. Ich verschieße mir die Augenbraue, weil ich nur Milch laufe. Du bist ein Bauer. Ein Bauer säuft Milch. Bauer säuft Milch, okay.
Ich bin froh, hier, dass es hier so gut Malen gibt. Jeden Abend in die Schenke, bla 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 bla. Okay, wir gehen hier wieder raus. Es ist langweilig mit euch Leuten. Tut mir leid. Nicht mit euch Leuten. Wir meinen die Leute. Ja, wir meinen nicht die Zuschauer, sondern die Kneipen-Heinis da. Ja. Ja. Gut. Lange Pause. Ja, lange Pausen hatten wir heute schon im ganzen LP über. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das nicht so der Tag gewesen. Ich dachte, yay, Gurken und juhu. Und dann sehe ich, guck ich auf dem Kontostand, das sieht so nach, aus. Was? Mal gucken, was der Kohl bringt. Oh Gott, da war der Populist. Der Populist war da. Vor allem, wir haben ja auch den Honig da reingesteckt. In die Tonne. Ja, also brachte doch nicht jede Gurke 100. Nee. Vielleicht 50. Ja. Oh, Plitsch geht es gut, das ist ah, super. Ah, Plitsch liebt dann uns ja abendgöttisch. Dann können wir den im Sommer nämlich fragen, ob der nicht ein bisschen arbeiten will für uns. Vorher müssen wir den noch ein bisschen überzeugen. Nee, nicht. Ab 2 Herzen kann man das ja machen. Und die verlieren immer Herzen, wenn die halt arbeiten. Na gut. Ja, eben. Deswegen noch ein bisschen überzeugen. So, Hundi noch trainieren hier, dass der backt. Hallo. So, wir probieren das Ganze nochmal. Ich geh jetzt einfach ins Bett. Mir reicht's. Probier es nochmal. Pfeif ihn nochmal ran. Na gut. Das Tier muss hören. Komm. Wo rennt der denn immer hin? Ja, fein. Sehr gut gemacht. So. Es ist Zeit, schlafen zu gehen so für einen kleinen Jungen wie uns. Ja, es dreht sich ein bisschen im Kreis. Das liegt aber daran, dass der Frühling irgendwie so lang war. Das wird sich aber hoffentlich in den nächsten Tagen, Monaten ändern. Im Spiel natürlich. Außerdem, ich glaube, im Sommer lernen wir ja noch den... Den Kai, kennen. Einen neuen Charakter, ist auch ganz nett. Und dann können wir wieder neu pflanzen. Es gibt neue Früchte und alles. Und wir können uns weiter bemühen. Ich glaube, wir werden den Hammer als nächstes aufwerten, nämlich in der Farm weiterkommen, weil wir können die großen Brocken nicht zerstören. Das ist doof. Ja. Sieht doof aus. Sonst natürlich vielen Dank fürs Zusehen. Hat euch das gefallen? Schaut auf meinem Kanal vorbei, da gibt es mehr von mir. Kennt ihr ja. Und ich habe gehört, teilen scheint ganz interessant zu sein. Wenn ihr wollt, dass mich mehr Leute sehen, dann tut mir den Gefallen. Würde mich persönlich freuen. Sonst... Bis dahin. Ciao.